Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pirate. Und ihr seht es schon glitzern vor mir. Ich bin fleißig am Züchten. Ich übertreibe es vielleicht gerade ein bisschen minimal. Aber das wird ein geiles Thumbnail. Ich werde gleich gottlos überladen sein. Kann ich die überhaupt alle mitnehmen? Nee, safe nicht. So wie Slots habe ich gar nicht. Nee, das war's schon. Ich kann... folgendes. Ich hatte nochmal was umgebaut. Das war mir doch zu groß, zu klobig. Tada. Ich habe quasi die obere Etage abgebaut. Und das da ist jetzt das Bad. Ne? Ihr seht schon, jetzt ist das da so. Auch trotzdem ist es symmetrisch. Ne? Eine Wand und der Durchgang für die großen Pals. Hier habe ich schon mal was vorbereitet, weil ich habe da eine Idee. So, bevor ich jetzt auch irgendwas mache, muss ich hier unbedingt... ist hier noch was drin? Hier ist kein Platz mehr drin. Ich schmeiß die, glaube ich, hier mit rein. Das ist übrigens alles dieses Letchi. Das ist alles nur diese dieses dunkle Letchi-Kombo. Ich muss es mal erwähnt haben. Was war hier drin? War das auch schon Letchi noch? Ich weiß es nicht mehr. Bin mir unsicher. Ja, das war es auch. Scheiße. Ja, ihr seht, ich übertreibe diese Letchi-Zucht gerade maßlos, weil ich ja das richtig perfekte Letchi haben will. Und wenn ich ein paar gute Letchis hier rausbekomme, kann ich die Letchis ja miteinander kombinieren. Ne? Aber momentan habe ich noch kein gutes hier was dabei. Also ein paar habe ich, aber reicht halt noch nicht, ne? So. Ich zeige euch das erstmal kurz. Das ist das Erste, was ich euch heute zeige. Und euch erkläre, was ich hier gerade vorhabe. So, wir gehen aber erstmal rein. Ich habe hier Schränke schon gebaut, habe das schon ein bisschen eingeräumt, die Schränke. Ja, irgendwie, ich weiß nicht wie, aber ich glaube hier durch. Hier hinten fallen die irgendwie runter. Die jumpen irgendwie hinten raus. Ja, keine Ahnung warum. Aber die tun das halt. So, ja, du kommst jetzt hier hoch, ne? Hab hier oben noch was draufgestellt, weil es hübsch aussieht. Hier links habe ich schon was vorbereitet. Genau, hier ist jetzt so eine Spiegelwand. Und hier geht es jetzt direkt durch ins Bad. Jetzt ist das Bad halt auch offener. Jetzt geht das hier auch alles, ne? Mit hier nochmal Handtücher drauf und so weiter und so weiter. Ich habe übrigens die Raids jetzt offiziell ausgestellt. Ich krieg sowieso keine Raids. Und dann kann ich ein bisschen beruhigter AFK gehen und hier einfach mal die Eier züchten lassen und so. Ja, ist doof. Leider. Ich habe ab und zu mal irgendwie Wilderer irgendwie doch im Gebiet drin, die irgendwas machen. Die werden aber so schnell von meinen Viechern weg, also von meinem Palmon wegklatscht, dass ich nicht sagen kann, habe ich überhaupt eine Raid-Meldung bekommen oder nicht. I don't know. Aber ich habe es jetzt erstmal ausgeschalten wieder, weil es kommen sowieso keine. Dann brauche ich nicht mehr auf in Anspannung sein, wenn ich hier AFK bin. Ne? Jetzt ist es so, dass ich meistens das Spiel laufen habe. Wenn ich hier irgendwie ein bisschen AFK stehe, mache ich auf dem zweiten Monitor irgendwas. Und ja, habe ein Auge drauf. Brauche ich jetzt nicht mehr haben. Jetzt kann ich das noch viel gechillter angehen, das Ganze. Ist okay. Ist es halt so. Keine Ahnung. Ja, was habe ich hier vor? Ich würde sagen, wir machen hier einen Gang rüber. Hier diese Ebene wird ein langer Gang. Und da machen wir quasi die Bibliothek rein. So eine lange Gangbibliothek quasi, mit viel Licht durchflutet. Und das bauen wir quasi ins Dach ein von dem Schlafsaal, den ich noch um eins erweitere nach hinten. Das heißt natürlich auch, dass das Dach jetzt hier auf der Ebene hier oben sein wird. Und dann geht die halt schräg hier hinten runter. Und ja. Aber ich denke, das wird ganz cool. Müssen wir mal gucken. Darum würde ich das jetzt gerne mit euch gleich noch ein bisschen ausbauen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte auch gern, was wir auch gleich erstmal ausbauen müssen vorher, unbedingt, was wir unbedingt vorher ausbauen müssen, ist, das Badehaus der Pals, weil die halt sonst
ja, wenn ich das hier hinten ausbaue, dann haben die da hinten ja nichts mehr zum Baden und das wäre natürlich schlecht. Okay. Oh. Und dann mache ich hier so einen ganz langen Gang. Hier würde ich zumachen, komplette... Nee, das nicht. Zur inneren Halle würde ich das hier komplett zumachen, dass ich da die ganzen Bücherregale ransetzen kann. Das war so mein Gedanke. Ja, und im Endeffekt geht es dann hier nach oben hinweg. Und da packen wir... Hallo? Das Dach dann quasi drauf. Ich würde hier erstmal eine Tür hinsetzen, damit ich das oben drauf bauen kann. Hier würde ich jetzt auch Fensterwände machen. Da würde ich auch überall noch außen dran Grünzeug machen. Ja, das ist quasi der Gang, den können wir auch noch ein bisschen dekorieren. Von außen wird es natürlich dann scheiße aussehen, sind wir ehrlich. Gut, sieht das halt einfach nicht aus, wenn das so aussieht, wie es jetzt aussieht. Aber es geht halt nicht anders dachmäßig, ne? Das ist halt gerade das Problem. So. Nee, das war Quatsch. Okay, ich glaube, das muss ich zuerst hinsetzen. Wenn ich das gerade so sehe. Wartet mal. So. Zack. Dann baue ich nämlich hier oben schon mal das Haus quasi um. Oh, wartet mal. So. Und dann geht das nämlich dann noch eins weiter nach hinten, das Ganze. Sollte auch hoffentlich passen. So, so. Okay. Genau, und die Badedinger da unten komme ich dann weg. Und dann wird das die Halle nämlich nochmal um eins erweitert. Wir können mal gucken. Komm mal her. Genau, und das wird dann die Halle. Ja, der Gang oben sieht halt ein bisschen schäbig aus, ne? Ist aber das Einzige, was mir gerade so ein bisschen einfällt. Weil hier hinten habe ich noch gerade was, da will ich ja dann das Badespaß-Ecke machen. Wir werden auch nochmal die Felder abreißen und anders bauen. Das Stromding kommt auch nochmal woanders hin. Ich weiß aber auch nicht, wohin. Ich hätte eine Gedanken irgendwie hier rein. Guck mal, er ist auch hier drin. Ja, das ist aber das Problem, weil die halt hinten durchgehen, ne? Die wollen hier hintergehen. Hier hinten wird der Garten noch kommen. Da müssen wir gucken, wie wir das dann machen. Aber ich würde gerne erstmal die Halle jetzt, die Bäder halt versetzen. Und dann machen wir erstmal das Stromding, dass wir das woanders hinkriegen. Dann kann ich das hier auch schon mal weitermachen. Wo ist das Stromding? Hier. Keine Metallbahn. Hatte ich nicht Metallbahn in Auftrag gegeben? Mir war so. Oh. 7 Stück. Reicht das? Scheiße. Reicht nicht. So. Ein paar davon. Wir machen auch unbedingt... ich habe noch was gemacht. Wir warten nur kurz auf ein bisschen Metall. Was habe ich gemacht? Ich war im Eisgebiet und habe mal Dungeons gemacht. Einfach mal. Ich habe mal hier diese Dungeons gemacht. Das sind 45er Dungeons. Da bin ich mal durchgespeedet. Ich habe einige krasse Drops gekriegt. Zum Beispiel hier plus 2, plus 2. Ich habe ein Paluminium-Helm Bauplan 2 gefunden. Also quasi die, ne, also grau, grün, blau. Können wir übrigens hier mal, ne, das ist der alte, den ich jetzt habe. Und das ist der neue. Und da würde ich auch sagen, das gebe ich mir. Dann kann der nämlich raus. Wir gucken gleich mal, wenn der fertig ist, wie viel der Unterschied hat an Verteidigung. So.
Ja, das Stromerzeugungsding, ne? Wohin? Natürlich brauche ich das jetzt, wegen Stromerzeugung gerade. Das ist fertig? Ach du Scheiße, okay. Einfach hier so rein. Oder hier so vielleicht. Einfach hier so erstmal. Dass wir den Stromding erstmal dahin bauen. Erstmal ein Stück auf Abstand. Das kommt dann noch woanders hin, aber ich muss erst gucken, wo ich das hinschmeiße. Ah, ich muss ja erst, ich muss, ne, jetzt sieht das so aus. Die Großen sollten trotzdem halt noch reinkommen, klar. Wir können das so noch nach hinten erweitern, immer noch eins. Ja, das war jetzt im Endeffekt das. Da auch so runterwachsen lassen können jetzt. Wäre cool, wenn es noch weiter runtergänge. Aber das wird nicht passieren. Geh mal bitte dahinter und mach das da hinten. Das wäre super. So. Hab das euch schon ein bisschen eingeräumt alles. Ich will euch so viel erzählen gerade. Da fehlt noch mehr. So, ja, das ist aber noch nicht alles umgeräumt, ne? Weil ich habe ja jetzt den Platz nicht. So. Strom können wir hier reinschmeißen. Wie sieht denn das hier aus? Ah! Oh, zu viert bauen sie jetzt dran. Aber da wird das schon fix gehen. So, jetzt retten wir mal kurz. Jetzt retten wir den mal ganz kurz. Ich weiß nicht, welcher von beiden es ist. Der war es nicht. So, einer von den beiden wird es gewesen sein. Guck mal, die passen aber alle unten drunter durch. Also ist das schon alles tutti. Die Badeecke. Die Therme quasi, die ich bauen möchte. Na? Mein Gedanke war halt, das hier hinten so zu machen. Dass wir hier eine schöne große Therme errichten. Dafür würde ich halt gerne hier das auch zumachen mit Stein einmal, der Steinweg. Dass wir hier quasi überall schöne Bäder hinmachen. Diese luxuriöse heiße Quelle würde ich vielleicht doch noch woanders hinsetzen wollen. Würde ich vielleicht drüben im Wald lassen. Wenn ich ehrlich bin. Und dass wir hier so diese eigenen heißen Quellen quasi errichten. Das ist so mein Gedanke gewesen. Huch, Baum, Hilfe, Doppelbaum. Habe ich die Axt dabei? Ja, habe ich. Ich weiß noch nicht, wie ich dann außenrum designe halt. Ich hätte eine Idee. Bin mir aber noch echt unsicher, wie wir das machen. Dass das irgendwie ein bisschen cool aussieht, ne? Dass wir halt hier so eine Thermecke haben. Das so haben. Vielleicht alles so mit so Spitzen hier. Ne, dass man das so ein bisschen irgendeine Art Design macht. Okay, sie hockt auch einfach jetzt hier. Die zwei Sachen würde ich auch gerne noch fällen. Ne, der da hinten in der Ecke kann natürlich gerne bleiben. Dass wir halt hier so eine schöne Thermecke hinbauen. Wo die paar
sich natürlich entspannen können. Wir können auch hier theoretisch überall Treppen hinschützen, so dass man hier hoch kann. Na, warte, dass wir hier so... das vielleicht so macht. Schwierig, ne? Dafür müssten wir halt schon mal die zwei Felder da wegmachen. Wir können das natürlich noch weiter nach vorne ziehen, ne? Das Thermengebiet. Ich habe das Gefühl, dass hinten die Thermen halt nicht ausreichen. Oh, die erste sitzt schon drin, sehr schön. Oder passen die Luxus-Thermen doch mit hier rein? Aber weiß nicht, ob das hier reinpasst, ne? Das, sieht das? So die Luxus-Thermen? Ich weiß nicht, das sieht irgendwie besser aus, oder? Finde ich. Dass wir die anderen Luxus-Thermen da hinten lassen. Ansonsten könnte ich noch eins vorgehen. Für das Thermengebiet. Das ist die Frage, ne? Die Therme zu bauen ist halt ein bisschen complicated. Das Ding muss auch erstmal weg. Ich würde auch gerne wieder Baum fällen und Steinabbau irgendwo mit hinsetzen und einplanen. Vielleicht auch da hinten halt, ne? Aber es ist halt eine Ecke. Wenn ich jetzt sage, ich will die Luxusquelle hier haben. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt hier zwei Luxusthermen hinmachen? Kann man das machen? Sieht das? Und dann vielleicht hier vorne. Ja, Gänge schon, ne? Oh, nee, das wollte ich nicht. Wir können das natürlich auch ein bisschen überdacht machen, hier und da noch. Also ist schon, sieht optisch schon wie eine schöne kleine Thermecke aus. Also finde ich, sieht, kann man machen, denke ich. So, warte. Könnt ihr mal... Das ist nicht hilfreich, Freunde. Was ist hier so helle? Was leuchtet denn hier so? Wer leuchtet von euch so? Eis... Tut leuchtet so? Okay. Könntet ihr mal bitte nicht alle da... Ja, ich hab euch auch lieb. Komm, geht ihr mal bitte weiter? Danke. Danke. Okay. Guck mal, da haben wir schöne Thermen hier. Haben sogar Luxusthermen hier. Die hier könnten wir noch ein Stück nach hinten versetzen, theoretisch. Ich muss natürlich dann so oder so erst gucken, ob das alles funktioniert, ob die Pals da reingehen, ne, ob die das annehmen. Das muss ich ja erst gucken. Das kann ich halt jetzt so nicht sehen. Wir können natürlich auch noch ein Dach drauf bauen. Dass wir wirklich das überdacht machen, geht natürlich auch. Ich tue das jetzt einfach mal hier. Ich nehme die zwei Felder weg. Nehme das hier weg. Ich meine, ich habe ja erstmal genug Ressourcen, um Dinge zu bauen oder neu zu planen und umzubauen. Jetzt liegen die alle hier unten. Why is he... Oh Gott. Ja, ich würde gerne hier im Endeffekt noch eine Ebene reinpacken, dass wir hier besser... Weil, wenn ich das so sehe, so... Also hier könnten zwei große Felder unten rein, ne?
Ich will halt schon gern die Felder so ein bisschen anbauen, einplanen. Dann müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier... Passt jetzt hier so ein Bärengarten hin, theoretisch? Ja, definitiv passt der hin, okay. Kann man hier einfach hochlaufen? Also ich könnte es nicht, aber die Pals können es anscheinend. Aber wenn ich jetzt hier eine fette Treppenanlage like dahin baue, was ich gerade nicht kann, weil die alle da im Weg liegen. Könnte man auch hier drüben machen, auf der Seite dann. Ja, ich bin gerade halt sehr am Umplanen, Umbauen. Jetzt pennen die natürlich alle genau auf den Feldern. Die könnten mal gucken, ob die Bäder funktionieren. Das wäre toll. Wir nutzen das mal eben, dass die Bäder jetzt gerade stehen, um hier hinten das Ding... Ich würde nämlich gerne hier oben das wegmachen, dass die hier oben rein können. So. Wir können sogar noch eins erweitern. Theoretisch. Aber nee. Dann latschen die aufs Dach die ganze Zeit. Nee. Nee. Die laufen nicht hier aufs Dach. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dass die Pals aufs Dach laufen. Machen die wahrscheinlich sowieso. Die finden einen Weg. Ich weiß nicht, wie sie es tun. Aber sie werden aufs Dach laufen. Sie werden einen Weg finden. Wie auch immer die den Weg finden, aber sie finden ihn. Was habe ich jetzt abgebaut? Oh, ich habe ein Bett abgebaut. Sorry. Das wollte ich nicht. Jetzt würde ich nämlich auch die großen Betten nochmal umsetzen, dass die anders stehen, ne? Und die kleinen nochmal umbasteln. Das würde ich machen, wenn die alle wieder wach sind. Das ist ein Problem, wir haben Nägel, also ich sehe schon die Nägel. Ich produziere gerade schon mal hochwertigen Stoff und Nägel, dass wir das dann definitiv am nächsten Tag ein Bett fehlt. Oh, scheiße. Baut bitte das Bett zusammen. Eins fehlt nämlich. Ist das fertig? Oh, das ist fertig. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also, der Standard-Paluminium-Helm, den man immer craften kann. 150, Verteidigung, 350 Leben. Ja, nice. 490. Nice. Blau. Ah, I like it. Was war das hier? Ach, Muni. Ich bräuchte mal Pistolen-Muni. Ich habe kein Schießpulver mehr. Shit. Habe ich noch genug für Schießpulver da? Hehe, ich habe keinen Schwefel mehr. Ich muss mal wieder Schwefelfarmen gehen, sehe ich da. Ja, ich überlege, ob wir halt so ein halbes Haus noch draus machen aus der Therme. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie ich die Ecken bauen soll. Also es muss ja mindestens zwei hoch sein. Das heißt, das Dach wäre auf der Höhe. Aber ich finde so, das ist schon optisch schön. Kann ich das hier drunter setzen? Ich würde, warte mal. Guck mal, man könnte hier so... So ein paar, ne, für Handtücher und so, dass die halt auch ein bisschen, ne, muss ja ein bisschen Standard auch, ne. Man muss ja auch einen gewissen Standard hier halten, ja, dass auch die Pals, ich habe ja auch auf meiner Liste stehen, mehr Luxus für die Pals und Co. Ja, so. Ich glaube, wir machen da irgendwie ein Dach drüber, ich weiß nur noch nicht, wie wir das Dach machen. So, ne. Hier auch noch so, ein bisschen so Luxus muss ja auch sein, ne? Na, hier sind die Handtücher. Die müssen sich auch ein bisschen abtrocknen. Das meine ich.
Ich weiß nicht, wie sie aufs Dach kommen, aber sie kommen aufs Dach. Kein Plan wie, aber sie kommen aufs Dach. Wenn die wollen, kommen die da hoch. Wie auch immer die das machen, ich weiß es wirklich nicht. Dann muss ich sie immer kurz retten. Ist er hier, oder? War er das? Ja, er war das. Wie kommt er da hoch? Das wollte ich nicht. Sorry. Nein, mein Fehler. Ich muss nochmal auch alle paar Liste durchgehen und gucken, wer ist für was zuständig. Wen brauche ich gerade wirklich? Und so weiter und so fort. Die Frage ist, kann ich das jetzt überhaupt noch umbauen hier hinten? Und wie könnte ich das halt machen, ne? Mache ich komplett nur aus Holz? Würde ich schon irgendwie sagen, ich würde es hier komplett nur aus Holz machen. Dass wir eine wirklich schöne Therme hinkriegen, ne? Ja, das ist nämlich, Oder mache ich doch hier das alles so hin? Das wäre halt auch gut mit dem Eingang hier so ein bisschen, ne? Das wird sich gut überschneiden. So. Oh, wir könnten sogar noch irgendwie hier in der Mitte Holzböden reinmachen. Gut, das geht jetzt nicht, weil ich das Zeug hier hingesetzt habe, ne? Aber dass wir so Holzböden haben. Was halt gut käme. Angenehmer Boden zum Laufen auch so ein bisschen, ne? So, wir gucken jetzt mal, dass wir das jetzt hier umbauen. Jetzt liegt das Ding hier. Willst mich verarschen? Oh fuck, ich bin überladen. Okay, wait. Ich muss doch nochmal Sachen loswerden. Könnt ihr mal hier alle... Hallo? Nein. So. Ich muss hier draußen erstmal ein paar Betten bauen, damit ich da drinnen arbeiten kann. Es geht nicht anders. So, könnt ihr hier draußen... Okay, die haben die Betten fertig gebaut. Mach mal bitte... Ja, ein paar Betten mehr wäre super. Ich würde nämlich gerne die kleinen Betten vor den großen haben, dass die großen dann so hinten sind, ne? Oh. Wir müssen das so ein bisschen... Ich muss hier ein bisschen, Freiraum schaffen. So, großes Palbett. Let's go. Ich habe keine Nägel mehr. Habe ich nicht noch mehr Nägel? Ich habe keine Nägel in Auftrag gegeben, ne? Okay, warte, ich muss kurz noch Nägel in Auftrag geben. Aber wir haben schon mal die Therme fertig. Das ist schon mal gut. So, ich brauche Nägel. Dringend. Lame kommt angedappelt. Dappelt, 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 dappelt. So. Okay, dann packe ich nämlich das noch dahin. Das hier oben kommt nämlich dann endlich weg. So, dann komme ich hier hinten noch ein Bett hin. Also die, das wird nach hinten gerutscht, da kommt noch eins hin. Dann haben wir schon mal große Palbetten. Dann kommen wir in der Mitte noch auf ein kleine hin. Dann haben wir einige neue große Betten. Hoffentlich.
Dann würde ich gerne das jetzt so machen. Nehmen wir mal an, wir nehmen das hier so als Mittellinie. Dann wäre das hier so, ne? Dann wir können das so hier so machen. Dass wir halt da Haufen kleine Betten haben, die dann dort eine Linie bilden. Könnt ihr das hier auch noch fertig bauen, Freunde? Das ist noch, da ist noch ein Bett. Hier. Schauen wir mal ganz kurz die Nägel.